Fanatiker sind die zähesten Gegner. Na, die haben wir noch nicht erlebt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout Tactics. Wie ihr seht, wir sind hier umgezogen. In diesen neuen Bunker kann man nicht sagen. Diese Unterkunft. Wie gesagt, es ist ein Komplex, aber Bunker würde ich das, wie gesagt, eigentlich nicht nennen. Die Frage war das schon vorher gewesen, hat das die Bruderschaft selbst aufgebaut, das Ding hier? Ich meine, die Mittel hätten sie vielleicht sogar, dass sie das selber gebaut haben. Oder vielleicht haben sie einfach nur ein ehemaliges Kaserngelände gefunden, haben das nur wieder hergestellt und repariert. Könnte ich mir auch vorstellen. Ah, da haben wir noch einige Sachen, die ich auch haben will. Na gut, hier war die neue Aufgabe gekommen, dass wir ja... Sei gegrüßt, das hier machen sollen. Wo hier die neue Gegner, diese Reaper, es geschafft haben, schützliche Roboter zu besiegen. Wir müssen halt herausfinden, wie die das geschafft haben. Und einige Roboterteile sind natürlich auch schon hinbringen, dass man sagen kann, oh, da haben sie das. So, Junction City, wo bist du eigentlich? Ach, hier oben. Ja, da kann ich vielleicht zusätzlich vielleicht sogar mal offline ein bisschen rumfahren hier. Sei gegrüßt, Krieger. Das haben wir schon das letzte Mal gehabt, das überspringe ich jetzt. Ordnungshüter. Mal sehen. Startposition ist hier das Südtor, das Nordtor, Ost- und Westtor. Und eins, hier befindet sich eine Werkstatt. Casey Barrett wohnt hier mit ihrem Vater. Jetzt willst du eine Mechaniker suchen. Hier befindet sich eine Bar namens Upsharp. Der Barkeeper ist berüchtigt für seinen Hass auf Mitglieder der Bruderschaft. Hier befindet sich ein Gemischtwarenladen. Hier befindet sich das Rathaus von Junction City. Und das war's vom Prinzip. Konfrontiere die Weaver in ihren Lager und bring die Roboterteile an dich. Also glaube ich hier oben diese Weaver oder Reaver. Ich habe gleich mal gesehen, dass die sich hier oben verschanzt haben. Dieses Gebäude. Hier noch solche Zugdepots, hier ein Windrad. Da sieht man sogar eine stattliche Mauer gebaut. Und hier haben sie auch noch auf dem Schrott, wo ich mir denke, naja, den Schrott können wir eigentlich genauso gut verwerten. Könnte das alles nochmal nützen, hier was hier draußen ist. Also das ist natürlich die Mauer, die sie gebaut haben, diese Schrottmauer, eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich sehe mir die ganzen Autos, die sie hingeklatscht haben. Das macht schon Sinn. Na hier, diese Schrottteile, wie gesagt, die kann man ja als Deckung nutzen, wenn man jetzt angreifen würde. Also die würde ich vielleicht eher wegmachen. Was man hier alles hat. Was das denn, weiß ich auch nicht so richtig. Wahrscheinlich so für die Elektrizität wahrscheinlich. Na, gehen wir mal rein. Wo ist diese komische Kneipe? Vielleicht das erste große Haus, wahrscheinlich das Ding hier. Böser Wick. Ordnungshüter, kann ich mit dem reden? Hast du schon mal einen Roboter gesehen, Kumpel? Zivilist. Und böser Wick. Du möchtest, dass ich die Hauptattraktion meiner Bar verkaufe? Hör mal zu, du Wichser! Ich zahle mit dieser verdammten Bar meine Rechnungen. Und diese Roboterfigur hat mehr Kunden in meine Bar gebracht als mein berühmter fermentierter Brahmin-Milch-Martini. Warum steckst du dir nicht eine Glasflasche in den Hintern und ich trete so lange zu, bis sie zerbricht? Geh mir verdammt nochmal aus den Augen. Ach hier, Roboterantrieb. Ich meine, ich habe hier eigentlich das Geld, aber... Obwohl, ich habe doch die Möglichkeit, dass ich es vielleicht stehlen könnte. Wer könnte von euch am besten stehlen? Eigentlich sie am besten. Das ist auch schön. Ja, minimal. Speichere mal ab.
nicht stehlen, das ist ja toll. Ah. Oh mein Leute, mir jetzt alle nieder hier. Will ich aber nicht machen, weil, ne? Na, ich bin aber nicht gut genug im Stehlen. Erwischt, das ist wahrscheinlich so, da müsste man eigentlich viel besser das machen. Ah, die Frage, wie könnte man das machen, dass man den typisch stiehlt und dass ich das aber wirklich erfolgreich machen kann? Weißt du, kann ich das eigentlich vergessen? Ich will den Typ aber auch nicht hier abknallen, wenn ich ehrlich bin. Ich gebe hoch, vielleicht gibt es hier eine Möglichkeit. Bücherregal, ich meine, hier ist schon mal was, da kann ich vielleicht etwas verkaufen, was der im Regal hat. Buch der Wissenschaft. Schon mal einen Roboter gesehen, komm, ja, nur Zufallsbegegnung habe ich schon einen gesehen. Also ja, in der Tat, ich habe schon einen Roboter gesehen. Nur nicht bekämpft. Wobei ich gleich mein Let's Play mal gesehen, was ich da mal selber gesehen hatte. The Pit. Oh. Was hält irgendjemand nach den Reborn-Ausschau? Da habe ich gesehen, dass man, wenn man einen Zubehör hat, mitbringt und in die Bar bringt, dass er dann, glaube ich, dann wegläuft. Oder wahrscheinlich auch. Für einen Ghoul vielleicht. Ah, das ist natürlich die Frage, wie man es am besten machen kann. Stephen Barrett, schwer verletzt, hat das ja. Die Frau, die man dann sich holen kann. Hey, wie komme ich denn hier hoch? Muss so eine Lade. Ach, hier ist die Lade. Ich sage, ich muss so eine Lade sein, dass ich hier hochkomme. Ich möchte ja schließlich erkunden. Aber hier in dem kleinen Häuschen ist nichts, das ist wahrscheinlich nur für die Wachmannschaften. Dann gehen wir auf der Mauer lang. Auf die Türme. Hallo, Ordnungshüter. Ich habe gesehen, wir sind eigentlich zu mächtig für euch. Wir sind eigentlich viel zu mächtig, also. Wie hat mir eigentlich diese Luschen, sag ich mal, es geschafft, diese Roboter aufzuhalten? Wenn schon meine Truppe, als wenn ich eben das mal versucht hatte, so schnell die niedergemäht hat, die Ordnungshüter, müssen die Ordnungshüter eigentlich bei einem Roboterangriff wirklich verlieren. Und dürfte zumindest keine großartige Chance haben. Was bist du, Ordnungshüter? Ich glaube, hier oben ist, glaube ich, nichts, wie es aussieht. Ich glaube, der Mauer selber ist eigentlich nichts, was ich jetzt nehmen könnte, was jetzt für mich jetzt irgendwie relevant wäre. Ne, gehen wir da runter. Ich kann mal sehen, ob mir der Typ das verkaufen würde, dieses Roboter, diesen Roboterteil. Da ist jetzt auch noch einer. Hey, Fremder! Ich wette, du suchst nach Überbleibseln dieser Höllenmaschine. Hast du ein Glück, mich zu treffen? Ich konnte den Teil retten, der aus der Vorderseite schoss, als das Ding explodiert ist. Ich brauche ein bisschen Kohle, um meiner kranken Mutter Medikamente zu kaufen. Vielleicht können wir uns einigen. Ach hier, das ist aber glaube ich nur Beschiss, was der hier hat. Plasma-Granate. Hat aber Munition, die würde ich gerne haben. Bei dir würde ich es nochmal sogar versuchen. Zack. Dass ich bei dem vielleicht das mit dem Stehlen versuche. Manche gibt da welche, da ist es halt einfacher zu stehlen, bei manchen halt nicht. Erwischt. Na cool, ich weiß, bei denen war es jetzt kein Problem. Den zu töten, wie es aussieht. Allerdings möchte ich jetzt eigentlich ungern jemanden hier niederschießen. Aber vielleicht ist es ja einfach euch klar, ihr habt das Geld. Nein. Komm, ich weiß, den kann ich abknallen, der Kerl hier. Ist er noch da? Wer ist noch da? Der ist jetzt tot, der eine hier.
Ich habe von einem Ding namens Geek geträumt. Oh ja, das Geek in Fallout 1 und 2. Ja, gibt's was ich dann verkaufen kann, dann mache ich so. Wenn es hier, wie gesagt, etwas gibt, was ich verkaufen kann, dann verkaufe ich hier zum Beispiel so eine Waffe. Da kann ich mir vielleicht dann dieses Roboterteil einfach so kaufen. Da tausche ich das und gut ist. So. Steht komischerweise kein, wenn ich das einfach hier mitnehme. Und die haben es einfach noch nicht mitbekommen. Da kann ich dann einfach ein bisschen was verkaufen und, naja, handle ich mir das einfach. Mal hier noch. Feldarztkit, das könnte ich auch zur Not verkaufen, wenn es unbedingt sein muss. Würde ich zwar eigentlich eher vermeiden, weil ich solche Sachen eigentlich gerne behalte. Genauso wie Munition verkaufe ich eigentlich auch eher ungerne. Das ist natürlich viel wert, aber wie gesagt, das verkaufe ich eigentlich nicht so gerne. Die Munition oder Heilung haben wir eigentlich immer gut gebraucht. Und das ist auch kein Stör, dass ich hier bei denen einfach in die Regale gehe und nehme irgendwas. Gut, in dem Fall nicht, weil hier nichts drin war, aber... Hier ein bisschen Munition zum Beispiel. Nehme ich doch gerne. Jetzt noch sogar noch eine Truhe. Falle entdeckt. Dann speichere ich mir ab und nehme uns einen See. Die 4 war, glaube ich, Falle entschärfen. Entschärft. Eine Gasfalle. Auch Munition. Zum Beispiel die Gasfalle kann ich zum Beispiel auch verkaufen. Einfach. Abgeschlossen. Speicher. Scheint schwer zu sein. Und wie wissen wir, unser Schlossknacker ist? Farsight. Wer bist du denn? Zur Hölle mit dem Reaver, was macht denn der? Zivilist? Na komm, Farsight, häng doch nicht hier fest. Farsight kann aber nicht hier runtergehen. Also ist wirklich das mit der KI wirklich zum Weglaufen hier. Jetzt versteht sie nicht, wie sie hier runterkommen soll. Na gut. Gehe ich halt hier durch. So, die muss es eigentlich öffnen können. Ja. Oh, sogar Munition. Ein paar Drogen. Geh mal weg, Farsight. Ich soll jetzt das Ding noch nicht zubocken. Das nehmen wir alles mit. Hab ich hier noch gesehen? Buch der Elektrik. Ich glaube, Buch der Elektrik war, glaube ich. Ach, deswegen hat sie nicht verstanden. Ah, es gibt hier noch einen Weg, es gibt hier noch einen Weg. Deswegen hat sie nicht verstanden, wo sie hin sollte. Gut, ich habe nichts gesagt, Farsight. Nichts. Und hier offenbar auch nicht, nein. Gut, da kann ich zumindest Stitch ein bisschen Munition geben und den Rest werde ich versuchen, dass ich vielleicht damit mir dieses Roboterteil beschaffen könnte, eventuell. Ich meine, jetzt habe ich eigentlich ein paar Sachen gefunden, die kann ich dann einfach verkaufen und dann habe ich dann die Roboterteile oder zumindest eins. So, Stitch, gehen wir hier hin. Faser, geh hier hin. Cage. Stitch, nimm doch hier. Stitch. Stitch. Stein. Hier habe ich noch ein bisschen Munition für dich. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade die Waffe hast, die du da verbrauchst, aber zumindest hast du Munition. Das Buch der Wissenschaft, das lese ich gleich. Das ist der Brief, hätte ich doch einfach noch so ein Buch gefunden, glaube ich. Buch der Elektronik, das ist verreparieren und das wäre für Jo ganz gut. Ah, ist der überladen, der Kerl. Geh mal weg. Und du. Geh mal hier hin und gib Farsight. Nein.
Abbruch. Gib Forster die Schuss. Gib hier auch nochmal 50 Schuss. So. Dann kann ich nämlich noch schnell Forster noch dieses Boost Elektronik geben, weil dann können sie ihn besser reparieren. Ach, das war der Brief, genau. Aber das wird am meisten Sinn ergeben. Ich habe sogar noch eine Browning-Waffe. Ich habe sogar noch Waffen bei ihr. Wieso habe ich die nicht verkauft? Ich dachte, ich hätte alles verkauft gehabt schon. Offline. Doch nicht. Ach, wenn es so ist, dann müsste ich eigentlich das Geld zusammenbekommen hier. Um den Typ hier zu bezahlen. Hey, ich weiß ja nicht, mit wem du... Ja, Sabelkopf. So, das Ding kostet so viel. Die Dinge alle noch haben will, so wie viel müsste ich bezahlen? Ja, siehst du, ich kann mir locker leisten. Außer dass, das muss ich trotzdem mitgeben. Wenn ich die Gasfälle eben bezahle, das wegmache. Gut. Hier. Na, habe ich das Teil jetzt nicht bekommen oder nicht? Okay, reg dich doch nicht so auf. Mach die Sicherung wieder. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Oh, ich habe natürlich nicht gespeichert, als ich das gemacht habe. Ah. Na gut. Muss es nochmal schnell machen, dass ich hier. Ne? Ja, das ist immer schade, wenn ich zwischendurch jetzt nicht speichere, wie in dem Fall, weil ich ja keine Gegner hatte. Ich dachte, na komm, dann brauche ich ja nicht speichern. Ah. Naja, gut. Das geht ja noch. Geöffnet, das kannst du gleich wieder gehen. Den Nutzen hast du erreicht. BDG. Mitnehmen. Zumachen. Gehen. Lauf. Was, die Riemer sind doch nur alles hirnrissige Forscher. Ach, das würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen. Ich habe diesen Roboter umgeputzt, das du. Verdammt guter Panzer. Wenn du mich fragst, war der Roboter schon beschädigt. Ah, deswegen haben sie es geschafft, ihn zu besiegen. Der war auch schon kaputt gewesen. Hey, ich weiß ja nicht, mit wem du es normalerweise so zu tun hast, aber nachdem ich dir deine verdammten Lungen aus dem Leib gerissen habe, werde ich deine Mutter damit versohlen. Dreh dich jetzt um und verlass meine Bar, wie es sich für einen kleinen, lieben Soldaten gehört. Und bleib verdammt nochmal draußen! Nein. Okay, reg dich doch nicht so auf! Mach die Sicherung wieder drauf! Sehr gut, atme tief durch und schon geht's uns besser. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich angebrüllt habe, aber ich habe in letzter Zeit ziemlich viel mitgemacht. Anna, die Assistentin des Bürgermeisters, hat mich erwischt, als ich mit Casey rumgemacht habe. Und jetzt lässt sie mich nicht mehr ran. Schau dich doch um, es gibt nicht gerade viele heiße Bräute in diesem Loch. Und ich bin kein Brahmin, Steimers Bruder. Oh, das sollte keine Beleidigung sein, Kumpel. Hier, nimm es einfach und lass mich in Ruhe. Was hast du jetzt halt das Ding einfach bekommen? Oh gut, ist auch gut. Danke, böser Reck. Wenn die Reaver wirklich angreifen? Ich hoffe doch nicht, mein Freund. Ich hoffe doch nicht. Gang, kommt mit. Roboterantrieb, keine Beschreibung vorhanden. Uhren, Roboterteile, Silber. Guck mal, dem war ich das, was er hat. Das ist einfach nur Beschiss. Das ist kein Roboterteil. Das ist, glaube ich, nur vom Toaster irgendwas. Allerdings hat das Sachen, die ich halt trotzdem gerne haben will. Beispiel die Munition hier. Das Pfadfinderbuch. Ich will das alles haben. Was müsste ich dafür ausgeben? Gut, ich habe ja noch was ich verkaufen können, habe ich ja gesehen. Nachdem ich gedacht hätte, ich hätte eigentlich schon alles verkauft. Wenn du zum Beispiel hast den Knüppel, also die Knüppel behältst du ja. Aber Jo hat zum Beispiel noch Sachen, die ich verkaufen kann.
Beispiel diesen blöden Eisenspeer kannst du ruhig verkaufen, diesen Eisenknüppel hier. So, jetzt bin ich überladen und kann nicht mehr laufen. Das ist jetzt auch relativ wumpe. Jetzt kann ich mir nämlich das einfach alles kaufen, hier, was ich verkaufen will. So, was ist das? Plasmagranate. Dieses Fake-Roboter-Teil nehme ich auch mit. Oh, die sind aber nicht allzu viel wert hier, die Dinger. Ich dachte echt, da würde ich mehr Geld bekommen. Denn die kann ich mir trotz des Eis noch gar nicht leisten, wenn ich das jetzt so machen würde. Das war auch nichts, was ich noch verkaufen könnte. Du hättest aber noch zumindest die Drogen, die ich noch geben könnte. Gut. Gib noch die Drogen hin. Und später ist dann noch hier das Maschinengewehr. Das erste ist nicht mehr so viel zu schleppen. Und zweitens wäre ich dann dem Mist los. Wenn ich es jetzt nicht kaufen kann, dann muss ich halt zusehen. So, ist nämlich das. 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 Jenes. Auch hier das. Und nochmal die Schwere, dass ich ein bisschen Gewicht sparen kann. Das hier weg, das hier weg. Das geht langsam mit dem Preis. Geht langsam. Und ich kann es mal beleisten. Also her damit. So. Roboterteil, dies ist eine Fälschung. Seine Komponenten sind nicht robotischer Natur, sondern ein antiquierter Toasterofen, ein elektronischer Mixer und ein vibrierendes Sexspielzeug. Du wurdest hereingelegt. Du hast mich reingelegt, Junge. Du hast mich bis aufs Hemd ausgezogen. Du hast mich beschissen. So, das Pfadfinderbuch kann ich Fahrzeit auch gleich geben. Die braucht das ja sowieso. Das Buch der Elektronik. Gehe ich wieder Jo. Speichere gleich ab, dass ich das nicht wieder jetzt versemmle, sage ich mal. So, Fahrzeit. Du kannst das lesen. Du kannst das lesen. Das ist ja noch Schuss hier von, naja, haben wir wenigstens noch ein bisschen Munition. Munition. So, hier waren wir ja gewesen, das hatten wir auch. Jetzt haben wir uns das Ziel. Bring die Roboterteile an, denn ich, na gut, ich brauche halt so mehr. Wow, bist du es wirklich? Oh nein, wie sehe ich denn nur aus? Ich bin Casey, die Mechanikerin hier. Nett, dich kennenzulernen, Krieger. Ich habe gehört, dass ihr Jungs wisst, wie alle möglichen Dinge funktionieren. Was? Ich soll mich euch anschließen? Ich würde ja gerne, aber ich glaube, ihr wisst nicht, wie krank mein Vater ist. Er wurde in dem ersten Angriff der Reaver angeschossen und ich glaube, seine Wunde hat sich infiziert. Letzte Nacht hat seine Zunge angefangen, schwarz zu werden und dann hat er 5-mal ins Bett gemacht. Und ratet mal, wer die Scheiße wegmachen musste. Ach, ich wünschte, es gäbe einen Arzt in dieser Stadt. Ach, ich habe aber einen Arzt dabei. Dr. Des ist auf dem Weg. Dr. Stitch, bitte behandeln Sie. Du bist der Arzt, den die Frauen vertrauen oder auch misstrauen, das weiß ich noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Schwer verwundet ist der gute Mann. Objekt benötigt. Na gut. Objekt benötigt, versuch das mal. Na, Objekt benötigt, na gut, dann musst du halt den Arztkoffer einsetzen. Dann setz den Arztkoffer ein. Der müsste da eigentlich geheilt sein, der gute Mann. Der Steven Burwitt. Ach Steven, du wirst gleich geheilt sein. Unverletzt. Ah, mir geht's gut, ehrlich. Du hast es geschafft. Super. Weißt du was? Ich werde ihn auf der Arbeitsfarm für Senioren unterbringen. Die frische Luft wird ihm guttun. Und ich habe langsam die Nase voll, ihm ständig seinen alten, faltigen Hintern abwischen zu müssen. Er hat mir immer gesagt, dass ich meine Träume verwirklichen soll. Lass mich nur eben meine Sachen packen. Wir sehen uns dann im Bunker. Die Arbeitsfarm für Senioren. Ich frage mich, ob ich mich von Rick verabschieden soll. Tja, der böse
böse Rick hat ja mit dir gebumst. Und es wäre nicht schlecht, wenn du dich verabschieden würdest. Vielleicht gibt's nochmal, du hast mich geheilt, verdanke dir mein Leben. Vielleicht gibt's nochmal als Abschied nochmal eine schnelle Nummer. Wenn ihr wollt, ihr könnt auch gerne alle mitmachen. Wir sind zu sechst, wir können einiges erreichen. So, irgendjemand von euch hat ein Level Up jetzt. Du! Ach, ich kann mir die Arme verbessern. Gut, gut, gut. Mehr Beweglichkeit, das ist ja eigentlich auch eine für Energiewaffen später. Ah, hier, das ist ja große Waffen. Mal überlegen, wir haben mehr Wahrnehmung, mehr Stärke. Also bei ihm wäre die Stärke am besten, weil er ist oft überladen. Stärke. Bei ihm ist die Stärke am besten aufgehoben im Moment. Jetzt mache ich die großen Waffen noch ein bisschen besser bei ihm. Einmal kleine Waffen. Und Nahkampf. Jetzt hat er wenigstens ein bisschen mehr was ertragen können. Wie gesagt, er ist uns immer zu sehr überladen. Das ist nicht gut. So. Also die Mission ist schon abgeschlossen. Dass wir halt zumindest dieses Zusatzziel haben, dass wir einen neuen Mechaniker haben. Passt. Bruderschaft aufgepasst, jetzt komme ich. Jetzt sehe ich mich trotzdem hier noch ein bisschen um. Hier waren wir ja gewesen, dieser Kneipe von dem bösen Rick. Ach, was macht wohl nur der gute Rick? Michonne wartet auf dich, Rick. Ach, warum musst du sie warten lassen? Ach, das ist nur so ein Schützer hier oben. Eigentlich gibt es komischerweise nichts in diesen Lagerhallen von den Zügen. Also es muss wie ein Endbahnhof sein eigentlich, weil... Ach, nur wo gingen die eigentlich mal in die Schienen? Ich meine, das sind ja später gebaut, die war es mir klar, aber... Ich meine, wo gingen die Schienen ursprünglich lang? Hier ging es doch theoretisch durch, wenn ich das ansehe. Könnte man hier theoretisch auch durchfahren, wahrscheinlich wie so eine Werkhalle, Reparaturhalle. Dann ging es wahrscheinlich einfach nur geradeaus und ging wahrscheinlich dann hier weiter. Ach, hier geht es nach unten hin, interessant. Es hatte mich gar nicht markiert auf der Karte, dass es hier nach unten geht. Ja, sieht man so die Karte wirklich immer erkunden, auch wenn auf der Kartenbeschreibung selbst schon meistens das Wichtigste markiert ist. In diesem Fall nicht, selbst diese kleine Hütte ist gar nicht markiert. Ja, da geht Fahrt halt mal alleine hin. Gut, Fahrrad läuft. So, dir kann ich schon ein Stückchen weiter vorlaufen. Denn du wirst nach außen gehen und ich will mal sehen, was es hier hinten gibt. Ich hoffe, sie findet den Weg. So, Fahrrad. Du erkundest die Hütte draußen. Ja, hier gibt es noch keine Kämpfe. Ich denke mal, in dieser Folge wird da keine Kämpfe geben, weil hier ist eigentlich mehr alles friedlich. So, dann schicke ich schon mal hier hin. Kate hat sogar den Weg gefunden, das ist erstaunlich. Speicher. Na, geh mal runter. Ach, das sind ja sogar welche von denen. Ich dachte, frisst das. Raider tot, schluchz, schluchz. Ah, da konnte auch, dass ich welche sehen. Ich dachte, die sind nur da oben. Stein. Farset braucht deine Hilfe. Steh nicht noch da. Lauf. Lauf. Ich hab wirklich gesehen, die haben schon wirklich Energie auf diese Reaper. Oder diese Reaver. Ich schicke dich mal ein bisschen erstmal hier hin einfach. Ich war doch hier gewesen, bin doch da reingegangen. Wieso sind da gleich zwei Meter hinter mir diese Reaver schon? Das verstehe ich nicht. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Das kann ich nicht legen, also ein Roboter, ich werde ihn rächen. Schluchz, Schluchz, was ist denn hier mit Schluchz, Schluchz? Martha Dilbert. Du mit deinen schweren Waffen und deiner Rüstung, du kommst zu spät. Sie haben meinen Hank getötet. Sie haben ihm ins Gesicht geschossen, seinen Roboter teilgenommen und irgendetwas von wegen Teufelswerkzeug gesagt. Warum tun die sowas? Mein Hank war ein guter Mann. Also, ich bin ihnen zu ihrem Lager gefolgt. Es ist im Nordosten der Stadt.
Geh dorthin und mach sie fertig. Genauso wie sie meinen armen Hank fertig gemacht haben. Oh! Na gut, ich brauche noch Jo auch noch dabei. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es da draußen was gibt bei der Lesbe, wo ich das mal gesehen hatte selber. Wann werden die Weaver denn angreifen? Die greifen gerade an, Junge, das hast du zwar nicht mitbekommen, aber... Okay. Den war nämlich derjenige nämlich hier nicht draußen gewesen, wo ich das gesehen hatte. Deswegen hat mich das gewundert, dass hier welche sind. Wie gesagt, im Nordosten. Osttor. Naja, vielleicht ist hier das da oben. Ach, hier ist der eine. Leg dich mal hin. Lebt Martha noch? Ich möchte alleine sein, bitte geh. Oh, hier liegt ein Plasmawerfer. Schweinegedärme auch. Und Schnitzelfleisch. Was hat denn der für ein Riesending? Unglaublich, ja, ich weiß, dass ich unglaublich bin. Na, was habe ich denn hier gemacht? Jetzt habe ich eigentlich welche auf Nicht-Angreifen gestellt. Ich wollte schon sagen, warum schießen die nicht? Die haben doch gute Trefferwahrscheinlichkeit. Oh! Hinlegen! Sie greifen mit Laserwaffen an! Oh, das Plasmagewehr, das nehme ich mal jetzt mit. Oh. Tut mir leid, Martha, ich gehe gleich, aber ich räume Feuer auf. Und den Keks nehme ich auch mit. Ich hoffe, das ist kein Problem. Und ich schieße aus deinem Haus heraus. Ich hab nur eine normale Waffe, das geht. Na, steht mir vor, da kannst du bestimmt schießen. So, dann hinüber. Oh, ein gezielter Schuss und bam. Und bam. Warte, ich bin gleich weg, aber ich... Oh, ist ein Raider. War dein Mann ein Raider gewesen, zufälligerweise? Möglich, vielleicht war das Hank gewesen. Hat noch nie jemandem was getan. Ja, es hat wirklich ein Raider als Mann gehabt. Naja, von mir aus. Wo die Liebe hinfällt, wo die Liebe hinfällt. Was hast denn du? Oh. Aufstehen. Kleingeschütz Avenger. Na, brauche ich mir jetzt keins kaufen. Kein Kleingeschütz. So, den hätte ich gleich schön geplündert, den einen hier. Ne, doch nicht. Guck ich mal, was der Knallkopf dabei hat er noch. Lasergewehr. Aber nur 7 Mikrofusionszellen, weshalb das Ganze es nicht allzu viel bringt. Aber trotzdem, wir haben zumindest schon mal neue Waffen. Du bist hier unten. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt doch. Dann geht's aber ganz schön tief runter. Das sagt ihr beiden. Müsst ihr unterstützen, weil das ist etwas weitreichender, als ich gedacht hätte. Und auch das, muss ich sagen, hatte ich in dem Display von dem Kanal, wo ich das gesehen hatte, auch nicht gesehen. Da war da auch nicht da unten gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Er ist in der Stadt rumgelaufen und war da die oben gewesen, aber hier war er nicht. Und in dem unterirdischen Schlüsselpunkt, wo ich jetzt reingegangen bin mit Kate, war er auch nicht gewesen. Hm, muss ich sagen, es wundert mich ein bisschen. Ich sehe mich mal hier oben, was vielleicht noch irgendwas geht. Vielleicht laufen hier die Weaver oder diese Weaver ja auch irgendwo noch hier rum. Denn hier wertvolle Sachen, die kann ich dann verkaufen. Da könnte ich dann meinen Leuten auch bessere Rüstungen kaufen, dass die alle im Idealfall die Rüstung, die sie hat, diese Umwelt- oder Umgebungsrüstung 2 dann haben würden. Hätte ich ein Stückchen weit noch eine bessere Rüstung für jeden. Oder für die meisten zumindest. Deswegen schicke ich die mal alle hier durch. Vielleicht verstecken sich noch etwas solche von diesen Weavern. Wie gesagt, die haben gute Waffen und, naja, könnte ich verkaufen.
Und natürlich auch selber nutzen, das ist klar. Was haben wir hier? Durch dieses Tor noch rein hier. Weil sonst komme ich dann zu nah jetzt an dem Hauptlager vorbei von denen. So, also geht bitte wieder in die Stadt. Ist das die Stadttür hier oben? Doch. Ach, das Stadttor haben die zugemacht. Ah. Würdest du sagen, jetzt auch Stadttor, bist du eigentlich durchkommen? Was haben die dicht gemacht? Na gut, dann müsst ihr halt hier draußen rumlaufen. So, seid ihr beiden da? Ja. Dann geht mal runter. Stitch, du brauchst wahrscheinlich einen extra Einladung, aber gut, warte bis Jax unten ist. Jetzt darfst du auch runter. Jetzt darfst du auch runter. Stitch, jetzt geh runter. So, dann haben wir das Gebäude schon erkundet. Dieses Gebäude. Und auch dieses Gebäude hier. Wer bist du? Nur Zivilist? Gehen wir mal die Hütte auch noch rein, dann sehen wir, was es hier gibt. Jetzt sehe ich noch nichts in dieser Kneipe, es ist überhaupt nicht allzu viel los. Kühlschrank. Ich habe die Bruderschaft versucht, nicht meine Kinder den Nagel zu reißen. Aber das kann ich ja nicht versprechen. Ah, kleine Fusionszelle, das ist gut. Eisfach. Ja, nehmen wir auch mit. Als Heilung ist es nicht schlecht. Mach doch zu, das Eisfach. Du willst, dass alles abtaut hier. Willst du für verdorbene Lebensmittel verantwortlich sein? Nein, natürlich nicht. Auch ich möchte das nicht. Das fällt nämlich alles auf mich zurück. Dein Betragen. So. Zivilist. Hier nach, ob es etwas Interessantes gibt, das ist noch ein Zivilist, Ordnungshüter. Hä? Ich weiß nicht, warum du die Kuh angreifst, aber muss ich jetzt eigentlich wissen. Dann gehst du mal hier hin und bei ihr gucken wir mal nach, was sie eigentlich hier gefunden hat. Das Sturmgewehr Steyr Aug, Armee Universal Gewehr, wurde in Österreich erfunden. Aufgrund seines einzigartigen Designs und Aussehens war es die optimale Ergänzung jeder Kampfausrüstung im Krieg. 5,56 mm. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, das wäre vielleicht was für dich sogar. Denn hier habe ich nämlich das hier. Ich will mal gucken. Erstmal möchte ich aufhören, wie es denn mit der Reichweite aussieht. Sonst würde ich vielleicht sogar das austauschen. Was haben wir hier? Plasmagewehr. Das Plasmagewehr MP94 von Winchester ist eine industriell hergestellte Energiewaffe, die extrem aufgeheizte Stöße von ionisiertem Gas durch einen super leitfähigen Lauf abfeuert. Mit Mikrofusionszellen. Naja, Mikrofusionszellen. Das ist schon echt nicht schlecht. Wie gesagt, das wäre dann was verkehrt. Wie gesagt, diese Munition selbst ist natürlich ziemlich schwer. Das ist halt ein Nachteil. Ich meine, hier sind nämlich diese Mikrofusionszellen. Ich weiß nicht, wie viel die wiegen. Ich sehe jetzt kein Gewicht, aber die wiegen, glaube ich, ziemlich viel. Ich meine, selbst die wiegen schon 2 Pfund. Das sind gerade mal 20 Schuss. Also, ich meine, die Dinger wiegen noch mehr. Bei Fallout 1 und 2 haben die Dinger extrem viel gewogen. Das haben wir auch. 5,56 mm. Rockwell konstruierte die Avenger als Ersatz für die in die Jahre gekommene Brünner CZ-53. Die konstruktiven Verbesserungen der Avenger sind eine effiziente Gelkühlung und eine verchromte Laufbohrung. Dies verleiht der Waffe eine größere Reichweite und Wirkung. Was haben wir hier? Sunbeam Lasergewehr. Das Lasergewehr Max 2000 verwendet Mikrofusionszellen für stärkere Laser und einen verlängerten Lauf für größere Reichweite.
vielleicht jemals Mikrofusionszellen. Was aber auch diese wären. Für was sind diese kleinen Energiezellen? Meistens würde ich gerne mal das nehmen, aber... Nichts wäre mir natürlich eigentlich lieber das Plasmagewehr, aber so ein Lasergewehr ist auch nicht so schlecht eigentlich. Ja, das möchte ich mal sehen. Ich muss aber in der Folge erstmal an der Stelle die Folge beenden. Weil wenn ich das mal so ansehe... Ja, ich beende die Folge. Also, wenn euch das Ganze wenigstens ein kleines bisschen Spaß gemacht hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video vielleicht mal liked und meinen Kanal abonniert, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder auch andere Videos. Und wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn wir dann die Stadt weiter erkunden und dann versuchen erstmal die Stadt hier ein bisschen zu erkunden, dann hier unterirdisch weiter zu sehen. Und dann würde ich sagen, greife dieses Hauptlager an und dann müsste die Mission eigentlich auch schon geschafft sein. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.